Liebe Brüder und Schwestern, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Ja, so fragt Jesus auch uns. Er fragt jeden Einzelnen ganz persönlich, wer bin ich für dich? Ein Prophet, ein Idealist, ein besonders außergewöhnlicher Mensch, ein gottbegnadeter Prophet, ein Heilsbringer, ein Friedensfanatiker. Und wir dürfen zu Jesus sagen, ja, wir sollen aus ganzem Herzen antworten, Herr, du bist der Sohn Gottes, du bist der Retter, der Erlöser, du bist der Christus Gottes, der Gesalbte. Ja, Jesus, er ist der Messias, der Gesalbte, der Christus, der Sohn Gottes und Retter, der Erlöser. Und ich denke, deswegen sind wir jetzt hier beim Gottesdienst, weil das unsere Überzeugung ist, weil das unser Glaube ist und weil wir das, so hoffe ich, im Leben immer wieder neu erfahren haben. Jesus, er ist da für uns. Er hat uns befreit aus der Macht der Sünde, des Todes. Er ist der Retter und Erlöser. Damals haben die Jünger noch nicht so richtig verstanden, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Sie erwarteten ja einen neuen David, einen weltlichen Herrscher, der die Römer besiegt, der ja, dieses Reich Davids erneuert, neu aufrichtet, einen weltlichen Herrscher. Ja, und dieses Wort von der Selbstverleugnung, diese Aufforderung, das Kreuz auf sich zu nehmen, Jesus nachzufolgen, ist keine leichte Kost, nicht leicht zu verdauen, nicht einfach zu verstehen. Der Menschensohn, er muss verworfen werden. Er muss getötet werden, aber am dritten Tag wieder auferstehen. Damals konnten die Jünger nicht so recht verstehen, begreifen, was Jesus meint. Kreuz, Leiden und Tod, das passte so gar nicht in ihre Vorstellungswelt. Der Messias, der leiden muss und im Leiden erlöst, nicht gleich triumphiert, nicht herrscht und dennoch König ist. Ja, Jesus, er ist dennoch siegreich, wir wissen es, aber er hat auf eine andere Weise gesiegt. Er herrscht nicht mit Waffengewalt, nicht mit menschlicher Macht, sondern mit göttlicher Kraft und Herrlichkeit. Er hat am Kreuz aus Liebe sein Leben hingegeben. Aus Liebe stirbt er für uns, für die Erlösung der Menschen, denn er ist der Gesalbte, erfüllt von dieser Salbung und Kraft des Heiligen Geistes. Ja, Jesus, er vergießt sein Blut für uns und so geschieht Erlösung. Er betet für uns, für alle Menschen um Vergebung. Er bittet um Verzeihung. Vater, vergib ihnen. Er bittet sogar für seine Henker. Sie wissen nicht, was sie tun. Ja, so offenbart sich die barmherzige Liebe des Vaters in seinem Sohn. Gott möchte die Welt durch seine Liebe und Barmherzigkeit retten. Jesus möchte retten durch sein Opfer am Kreuz, durch seine göttliche Liebe und Macht und Kraft und Herrlichkeit. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist zwar am Kreuz gestorben, aber glorreich auferstanden von den Toten. Und so fordert er
die seinen auf für alle, die an ihn glauben, ermutigt er. Ja, auch das persönliche Kreuz anzunehmen, es zu tragen, gestärkt durch seine Gnade. Nur der Weg des Kreuzes ist der Weg des Heiles, der Weg zum Leben. Ja, die Auferstehung und das ewige Leben führen nur über das Kreuz. Ja, bitten wir den Herrn, er möge uns stärken, uns erleuchten mit seinem Geist, damit wir ihm nachfolgen, damit wir ihm treu bleiben. Er schenke uns die Kraft, unsere eigenen Pläne zurückzustellen, unser eigenes Ich, unser Ego immer mehr zu besiegen und einander in Liebe zu dienen. Jesus sagt, wer zu mir gehören will, der verleugne sich selbst. Selbstverleugnung, was bedeutet das? Es bedeutet, um das Heil der Mitmenschen besorgt zu sein. Es bedeutet, ja, dieses Gebot der Nächstenliebe zu verwirklichen. Jesus sagt, lebt einander so, wie ich euch gelebt habe. Aber wir sollen auch selbst uns selber leben, weil Gott uns liebt, weil wir von Gott geliebt sind, dürfen wir uns selber lieben und können wir auch die Mitmenschen in Liebe annehmen. Weil Gott uns sein Erbarmen schenkt, deswegen können auch wir einander mit Barmherzigkeit begegnen. Weil Gott uns vergibt, deswegen können und sollen auch wir einander verzeihen. Wir haben nicht das Recht, über andere zu urteilen. Wir dürfen nicht über andere richten, wir müssen das Gericht Gott überlassen. Wir sollen die Barmherzigkeit Gottes nachahmen und füreinander beten, so wie Jesus für uns und für alle Menschen betet und bittet. Ja, so wie die Gottesmutter Maria für uns bittet, so wie die Heiligen für uns alle, für alle Menschen beten, bitten, dass wir ja, Gott erkennen, seine Gnade annehmen, dass wir aus ganzem Herzen umkehren können zu Gott, zu seiner Liebe, zu seiner Gnade, dass wir uns abwenden von allen Sünden, dass wir sie beichten, dass wir sie im Bußsakrament bekennen und dass wir gereinigt werden von dieser Last, von dieser Schuld, damit wir als neue Menschen leben. Ja, in Jesus hat sich diese Verheißung aus dem Buch des Propheten Sacharja verwirklicht. In ihm, in seinem Herzen, ist diese Quelle neuen Lebens entsprungen. Er ist der lebendige Tempel, der geöffnet worden ist, durchbohrt worden ist von der Lanze, aus dem Blut und Wasser fließen. Aus seinem Herzen, aus dem Herzen des Sohnes Gottes, fließen die Quellen des Heils, des neuen Lebens, der Erlösung. Und wir sind eingeladen, voll Vertrauen zum Herrn zu kommen, ja, voll Freude zu schöpfen aus diesen Quellen des Heils, für uns, für unsere Mitmenschen, für die ganze Welt, dieses Heil zu erbitten. Ja, möge der Herr uns stärken, uns erfüllen mit seinem Geist, damit wir Werkzeug des Heils sein können, damit wir eins werden in Christus, eins in seiner Liebe, erfüllt von seinem Frieden, gestärkt durch seine Gnade, Zeugen seiner Barmherzigkeit. Amen.